willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich möchte euch heute meine Meinung zu diesem vierten Band vorstellen. Ja, und das Ganze übrigens mit neuem Licht. Ich bin noch am Ausprobieren und ich weiß noch nicht so genau, ob ich es so stehen lasse. Es blendet ein bisschen, aber ich glaube, man gewöhnt sich dran. Ich bin sehr gespannt, wie das hinterher aussieht. Falls es irgendwie komisch aussieht, tut es mir leid, dann habe ich den Bogen noch nicht so ganz raus. Aber es ist auf jeden Fall eine neue Beleuchtung da. Aber kommen wir zum Buch. Ich habe hier Schimmert die Nacht. Das ist der vierte Band von Maggie Stiefvaters, die Wölfe aus Mercy Falls. Oder Mercy Falls auch einfach nennt sich die Trilogie. Das ist mit Nach dem Sommer, Ruht das Licht, In deinen Augen. Das ist die erste Trilogie. Und eigentlich ist ja danach auch Schluss, aber dann kam im März 2015 bereits, kam dieser vierte Band raus und jetzt habe ich auch endlich mal geschafft, ihn zu lesen. Und ist er nicht wunderschön? Ich finde ihn richtig wunderschön. Die Farben sind so schön toll, von Pink bis Lila hier oben und naja, ganz im Stil der ersten drei Bände, auch mit den Figuren hier oben und so schön. Vom Stil her einfach auch. Der Titel passt nicht so ganz mit Schimmert die Nacht, also der passt schon vom Stil her, von der Art her, aber er führt diese Reihe nicht weiter, was ich jetzt allerdings auch nicht so schlimm finde. Erschienen ist dieses Buch im Skript 5 Verlag, den es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt, also das Label gibt es mittlerweile nicht mehr. Das ist die Hardcover-Version und die kostet 18,95 €. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber hier hinten so ein Sticker drauf klebt. Ich habe das Buch nämlich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Es ist relativ teuer, aber naja, wenn man so wie ich Geschenke kriegt, ist das natürlich kein Problem. Ich habe jetzt zu diesem Buch gegriffen, weil ich unbedingt Lust hatte auf eine Story mit ein bisschen Liebe, was wir hier definitiv haben, und mit Wölfen. Ich wollte unbedingt was mit Wölfen lesen. Und die Mercy Falls Reihe besteht ja aus dem Wolfsrudel. Vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz vorweg sagen, Achtung, es handelt sich um einen vierten Band. Wenn ich über die ersten Trilogie rede, dann kann es zu Spoilern kommen. Ich bemühe mich, nicht so viel zu spoilern. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr so viel vom Inhalt, aber ich will es einmal ganz kurz gesagt haben. Ne? Also nicht, dass ich hier nicht gewarnt hätte oder so. Also es ist tatsächlich so, dass wir in den ersten drei Bänden mehr auf das Wolfsrudel fixieren als jetzt hier. Jetzt haben wir ja quasi nur noch Cole als Wolf, also ein Wolf in L.A. L.A. ist nämlich der neue Spielort, nicht mehr Minnesota. Ich glaube, es war Minnesota wie vorher. Ist allerdings eigentlich ganz cool, denn Maggie Stiefvater beschreibt diese Stadt sehr, sehr cool. Sehr gefühlvoll und sehr detailreich und sehr bunt. Also ich finde, da kommt L.A. ganz gut rüber. Man hat ja schon mal irgendwie Bilder gesehen oder so und man hat auf jeden Fall das Gefühl, als wäre man mal da. Und das ist auf jeden Fall auch ein Bonus für diese Geschichte, der Schreibstil von Maggie Stiefvater. Ich habe immer ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich diesen Schreibstil vor mir habe, so ein bisschen Bettina Behlitz im Deutschen, so als Vergleich. Ich sehe die beiden so auf einem ähnlichen Level und ich finde gerade diese Portion an Humor, die da noch mit reinkommt, finde ich richtig, richtig toll. Ich liebe es einfach, wenn es auch ernste Stellen sind, wenn man ein bisschen mit Humor rangeht und wenn die Charaktere auch trotzdem noch humorvoll gestaltet worden sind oder eben mit Humor darangehen an diese Situation. Finde ich eigentlich ganz klasse und genau das haben wir hier. Und ja, wie soll man sagen, die Beziehung zwischen Cole und Isabel ist ja nun nicht so einfach. Wir kennen die Charaktere aus den ersten drei Bänden. Sie waren da schon meine Lieblingsnebencharaktere, das muss ich auf jeden Fall sagen. Sie waren meine Lieblingsnebencharaktere. Ich habe gerade Cole, habe ich unheimlich geliebt und deswegen finde ich es auch so klasse, dass wir hier nochmal die Möglichkeit haben, ja, zu erfahren, was aus den beiden wird. Weil die sind ja ein bisschen gestresst auseinandergegangen und hier kreuzen sich ihre Wege eben wieder und das finde ich sehr cool. Eine Beziehung im Rampenlicht ist vielleicht nicht unbedingt einfach. Das ist sie bei Isabel und Cole eben gar nicht, sowieso nicht, selbst wenn nicht das Rampenlicht nicht da wäre. Aber das Rampenlicht macht es eben noch ein bisschen witziger und naja, man muss auf so viele Ebenen einfach achten. Und ich glaube, das hat Maggie Stiefvater ziemlich gut eingefangen. Und ich finde es total klasse, so zu verfolgen, wie jemand im Rampenlicht dann sich verhält und wie ist das mit einer Beziehung, macht man es öffentlich oder nicht, lässt man eine Kamera hinterherlaufen und alles dokumentieren oder eben nicht. Und das finde ich ganz cool und ich glaube, Maggie Stiefvater ist das sehr gut gelungen, das einzufangen.
Und ich habe jetzt zwar ein bisschen länger für das Buch gebraucht, aber nicht, weil es mich nicht fesseln konnte. Also ich habe schon sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe nur einfach sehr stressige Zeiten gehabt und Abschlussprüfungen geschrieben und alles. Und da war mit Lesen einfach nicht so viel. Aber jetzt habe ich es endlich, vorhin habe ich es beendet. Und ich bin sehr froh, dass ich es endlich gelesen habe. Der Wolf-Part kommt nicht mehr ganz so viel durch. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich sage es einfach nochmal. Das ist aber nicht so schlimm, denn der Wolf in L.A. ist ja nun auch irgendwie ein bisschen kniffliger. Also wir haben das Wolfige noch da, aber es war jetzt nicht so, wie ich es eigentlich erwartet hatte und wie ich es halt eigentlich gewollt hätte. Aber das tut der Geschichte auch keinen Abbruch, denn ich finde, sie ist sehr schön verpackt worden und so als kleines Spin-off der Reihe auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut gelungen. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe garantiert irgendwas vergessen. Das ist allerdings nicht so schlimm. Ich habe ja auch noch eine schriftliche Version dieser Rezension verfasst. Die findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox. Dürft ihr gerne mal raufklicken, dann werdet ihr zu meinem Blog weitergeleitet. Es würde mich freuen, wenn ihr da auch nochmal rumstöbern würdet. Ansonsten findet ihr da nämlich natürlich auch die Rezension zu den ersten Bänden, falls euch die interessieren. Die solltet ihr auf jeden Fall gelesen haben, die ersten drei Bände. Also die erste Trilogie, die mit nach dem Sommer beginnt, ist A, eine richtig schöne Geschichte, die man auf jeden Fall lesen kann, und B, sollte man zumindest die Vorgeschichte von Isabel und Cole kennen. Die andere Geschichte ist jetzt nicht so wichtig, weil das jetzt hier nicht so drauf zurückgreift. Das heißt, selbst wenn es jetzt schon ewig her ist, dass du die Bände gelesen hast und dich nicht mehr dran erinnerst, es reicht, wenn du die grobe Geschichte von Isabel und Cole kennst, weil erinnere mich auch nur noch grob an die Geschichte eben, und ich bin trotzdem sehr gut reingekommen und das ist schon mal viel wert. Aber einfach so diesen Band zu lesen, würde ich nicht empfehlen. Deswegen ist es nicht nur ein Spin-off, sondern eben auch nicht ohne Grund als vierter Band deklariert worden. Und deswegen lese ich euch jetzt auch mal nicht vor, worum es geht, oder? Oder soll ich das doch tun? Hätte ich eigentlich vorher machen müssen, ne? Ich lese euch an dieser Stelle jetzt nochmal vor, worum es geht. Sorry für diese Chaoten-Rezension. Cole Sinclair war ein Rockstar, berühmt, bewundert und von tausenden Fans begehrt, bevor er schlagartig aus dem Rampenlicht verschwand. In den ersten drei Bänden wird erklärt, wo er hin verschwand. Isabel weiß, wo Cole sich vor den Augen der Öffentlichkeit verbarg. Sie weiß, dass er sich in einen Wolf verwandelte, um sein bisheriges Leben für immer zu vergessen. Und sie weiß, dass sie ihn niemals wiedersehen darf, wenn sie nicht von Neuem in einen unkontrollierbaren Strudel ihrer Gefühle gerissen werden will. Doch nun ist Cole zurück, um wieder ein Star zu sein, um ein neues Album aufzunehmen und um Isabel zurückzuerobern. Ja, und darum geht es in diesem Buch, um diesen kleinen Spin-off der Mercy Falls Trilogie. Und ich kann dieses Buch jedem ans Herz legen, der die ersten Bände gelesen hat, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt mit nur 3 Sternen, beziehungsweise Pfötchen in meinem Bereich, bewertet. Weil es wahrscheinlich auch jetzt nicht so dramatisch ist, wenn man es nicht mehr liest, weil die ersten drei Bände für sich auch ein superklasse Reihengesamtbild abgeben. Aber trotzdem finde ich es sehr, sehr gut und 3 Punkte sind absolut nicht schlecht, sondern mehr als der Durchschnitt. Ja, ich hoffe, der eine oder andere von euch kommt nun auf die Idee, doch noch zu diesem Buch zu greifen. Und ja, wenn ihr mehr Rezensionen von mir sehen wollt, eigentlich soll ja jeden Samstag eine ankommen, aber ja, ich glaube, so viel lese ich gar nicht. Wenn ihr auf jeden Fall noch mehr sehen wollt, dann lasst doch gerne hier unten in der Ecke ein Abo da. Das ist komplett kostenlos. Über einen Daumen nach oben und einen Kommentar von euch würde ich mich sehr freuen, ob ihr das Buch vielleicht schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten schaut doch gerne nochmal hier vorbei. Da seht ihr noch andere Videos von mir. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, das euch interessiert. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht verratet ihr mir noch kurz, wie das mit dem Licht ist. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Sieht man da eine Veränderung überhaupt? So, nun aber.